So, hallo und herzlich willkommen zum dritten Let's Play der Gran Turismo Serie. Und wir sind bei Gran Turismo 3 auf der PlayStation 2. Das ist der erste Teil auf der PlayStation 2. Es kommt noch Gran Turismo 4 auf der Plattform. Und jetzt schauen wir uns erstmal Teil 3 an. Hier gibt es natürlich wieder Arcade-Modus, Gran Turismo-Modus, Wiederholungen und so weiter. Das ist eigentlich uninteressant. Eigentlich interessiert uns ja fast nur der Gran Turismo-Modus, weil hier haben wir eigentlich auch alle Rennen und die Karriere mit drin. So, hier haben wir natürlich das Heim, mal wieder mal super übersetzt auf Deutsch. Die Rennen, wir haben die Autohändler, Tuning, Tests und wir schauen uns erstmal in die Garage an. Ich habe natürlich auch wieder einen uralten Spielstand ausgekramt. Hier, 408er Tag, 12 Millionen auf dem Konto. Damit kann man schon mal was anfangen. Hier ein Mazda 787, das ist natürlich auch ein Geschoss, das ist nämlich eigentlich ein Le Mans-Wagen. Mit 998 PS, wow. Damit kann man schön um die Ecke heizen. Was haben wir denn noch? Man kann das jetzt endlich ordnen. Hersteller, Entfernung, Antrieb, Motor, Kraft, nach PS. Ah genau, schauen wir doch einfach nach PS. Hier haben wir eine Viper mit über 1000 PS, sehr schick. Einen Ruf mit schicken PS, GT40. Eine Corvette C5, auch über 1000 PS. Das ist auch das Mörderteil. Ja, da setzen wir uns auch gleich mal rein. Hier kann man auch Testfahrten machen, den Spielstatus anschauen. Ah, das schauen wir mal rein. Beendet, nur 69%. Oh, da habe ich ja mal irgendwann aufgegeben. Huh. 348 Gewinne von 433 Rennen. Naja, 77 Wagen im Besitz, okay. Gut, ich glaube, da habe ich auch einige verkauft. Ja, damit schauen wir mal in die neu gestalteten Renncups. Sehe ich gerade, Anfänger, Amateur, Profi, Rallye, genau, ist auch wieder dabei. Und Ausdauerrennen natürlich auch. Ausdauer schauen wir uns natürlich nicht an, weil ihr wollt ja wohl nicht 2 Stunden lang sehen, wie ich im Kreis rumfahre. Was haben wir denn hier? Verschiedene Cups für verschiedene Antriebe. Ja, auch für Cabrios. Aha. Nee, ich mache jetzt einfach mal Amateurliga mit irgendwas. 5-Rennen-Wettkampf. Die sind alle so größer. American Championship. Ach wohl, American Championship. Passt ja gut mit einer Viper. Seattle, das haben wir beim letzten Mal schon angeguckt. Trail Mountain, Super Speedway, Laguna Seca. Schöner Mist, weil eigentlich sind die relativ unspektakulär. Die sind schon spektakulär, aber wir haben die uns schon mal beim letzten Mal angeguckt, auch wenn das nur die PS1-Fassungen waren, die super pixelig waren. Deswegen würde ich euch gerne noch einfach einen anderen Kurs zeigen. Tokio zum Beispiel. Dieser Kurs, den gab es dann eigentlich in den darauffolgenden Teilen auch immer und immer wieder. Aber ich finde ihn eigentlich als Stadtkurs ganz nett zu fahren. Hier auch wieder nur 6 Autos als Konkurrenz. Es gibt auch ein Qualifying. Aha, ein GT3 gab es das also noch. Ich muss mal nachgucken beim nächsten Mal, ob das ein GT4 auch noch gegeben hat. Beim 5er ja scheinbar nicht mehr. Hier können wir noch zu den Einstellungen rein. Das sparen wir uns. Wir starten einfach mit dem maßlos überlegenen Wagen. Aber das ist jetzt mal wurscht. Fünf Runden. Jetzt mal ehrlich, ich fahre euch jetzt keine 5 Runden vor, ganz ehrlich. Mal abgesehen davon, ich heize den Leuten hier schon mal
kräftig weg. Gut, das war jetzt auch ein bisschen unfair. Das war auch an sich eine der Schwächen, also an sich der Serie, insbesondere von Teil 3 war das eine der Schwächen. Man konnte meistens mit einem mega übermotorisierten Wagen einfach fast jedes Rennen fahren. Und es war ein bisschen schade eigentlich, weil so war natürlich wenig Reiz da, wirklich ein ähnliches Auto zu nehmen. Das machen dann nur ehrliche Fahrer, aber wäre es dann schon ehrlich genug? Das war im vierten Teil ein bisschen eingeschränkter, das war natürlich sehr gut. Im fünften dann noch mehr. Da hat man dann wohl festgestellt, naja, das ist ja eigentlich alles nur Betrug. Naja, nicht alles Betrug, aber dass viele einfach hier nur, naja, das Schnellste nehmen und schnell durchfahren und fertig. So wie ich das jetzt eben mache, also im Grunde, ich bin ganz schlechtes Vorbild, also nicht nachmachen. Aber letztlich will ich ja euch nur zeigen, wie Gran Turismo 3 einfach ausgesehen hat, wie sie es gefahren hat und was es sonst noch so gegeben hat. Zum Beispiel unten links diese Anzeige, die jetzt so schön grün aufleuchtet, das ist nämlich die Reifentemperatur, die wir jetzt eben von blau auf grün geheizt haben. Und grün ist eigentlich die Optimaltemperatur, wobei, wartet mal, nehmt mal. Das ist doch nicht die Temperatur, das war doch der Reifenverschleiß. Ja, ich glaube, das war der Reifenverschleiß. Aha, Moment mal, ich habe vorne links schon ins Gelbliche übergehen. Das ist schlecht, weil nach Gelb kommt Rot und dann sind die Reifen im Arsch. Ich würde jetzt sagen, ich fahre jetzt vielleicht doch noch ein bisschen weiter, um zu sehen, ob das wirklich der Reifenverschleiß ist. Vielleicht lerne ich dann auch so ein bisschen noch die Bremspunkte und die Scheitelpunkte. Das geht schon so ein bisschen. Und ansonsten kann ich vielleicht noch kurz was über Teil 3 erzählen. Wenn ich es jetzt schaffe, während dem Fahren schon auf die Packung zu gucken. Die habe ich nämlich natürlich auch da. Ich wollte nämlich noch kurz schauen, wie viel, in welchem Jahr das rausgekommen ist. Ich habe es nämlich am Anfang nicht aufgepasst. 2001 steht hier Copyright. Das kann sein, dass es 2002 war. Auf jeden Fall, das war eigentlich schon kurz nach Teil 2 auf der PS1. Und es war auch relativ früh zum Start der PS2. Also eigentlich im Grunde soll es wohl auch wirklich ein Kaufargument sein. Allerdings gab es hier ein bisschen Abstriche, denn es war weniger Umfang als in Gran Turismo 2, komischerweise. Da hatten wohl die Leute nicht genug Zeit, das Ganze fertig zu machen. Deswegen hat man also weniger Autos. Ich bin mir nicht sicher, wie viele, vielleicht 200. Weniger Autos und weniger Strecken eingebaut. Macht aber nichts, es fährt sich eigentlich immer noch ganz klasse. Gut, was auch daran liegt, das ist ein Rennwagen. Der Rennwagen fährt sich an sich ein bisschen besser. Bisschen schwungvoller. Und ich sehe gerade, ja, es ist der Reifenverschleiß. Ich habe vorne schon mal ganz schlechte Karten und das nach nicht mal der Hälfte des Rennens. Ich fahre jetzt auch hier im schönen Begrenzer. So. Ja, wie gesagt, es hat weniger Umfang. Das heißt, man war eigentlich schneller fertig mit dem Spiel als mit dem Vorgänger, was natürlich echt blöd war. Im Grunde war vielleicht der dritte und der erste Teil wahrscheinlich die mit den wenigsten Features und Umfang. Insbesondere hat der dritte Teil auch wirklich wenig Neues zum zweiten geboten, auch an Sachen Spielmodi. Es gibt dann wieder die Ausdauerrennen und die Rallye-Rennen sind auch wieder dabei. Als nächstes würde ich auch sagen, starten wir dann noch ein Rallye-Rennen. Während ich hier noch nach der richtigen Linie suche. Aber man kommt schon rein. Ich muss auch sagen, es spielt sich erstaunlich ähnlich zum vierten Teil und auch zum fünften Teil. Allerdings natürlich nicht genauso. Man hat ja immer ein bisschen was weiter dran gefeilt am Fahrverhalten. Aber es ist ein riesen Unterschied zum ersten Teil. Das Fahren. Ah,
dazwischen. Hier kann man noch ins Cockpit gucken. Ich weiß immer noch nicht den Bremspunkt von diesem Wagen. Und es gab hier echt nur zwei Perspektiven. Eine außen und eine innen. Da hat er wirklich der Teil 2 noch mehr gehabt. Nämlich mit da waren noch zwei Außenperspektiven dabei. Und eine Innenansicht. Das ist ja echt nicht so schön. Also eigentlich. Was dagegen wirklich schön ist, das seht ihr, das ist die Umgebungsgrafik. Hier, es gibt schönen Lichtfall durch die Bäume. Es gibt entsprechend viel eben auch Bäume, die auch wirklich nicht mehr so pixelig sind. Also im Grunde hat Sony damit schon bewiesen, was die PS2 hier drauf hat. Das war eigentlich schon eine ganze Menge und es war auch ein Riesensprung vom Teil 1, insbesondere von dieser pixeligen Polygonoptik. Und jetzt hatte man auch viel, viel schönere Wagen, viel detailreicher, auch hier mit schönen Spiegelungen drin. Und auch das Fahrverhalten ist an sich deutlich runder. Oh, okay. Jetzt soll ich ein bisschen aufpassen, wo ich hinfahre. Und so langsam gehen meine Reifen kaputt. Seht ihr immer noch links unten. Vorne orange, das nicht gut. Das heißt, der Wagen rutscht vorne mir ein bisschen weg. Das heißt, vielleicht untersteuern, was bei einer Corvette eigentlich ganz gut ist, weil die eigentlich ziemlich übersteuert oft. Allerdings verschlechtert ist das, sie schiebt ein bisschen wirklich über die Vorderachse, das ist natürlich bei Kurven schlecht. Und ich merke auch gerade, es fühlt sich nicht mehr so gut an. Naja, sie schiebt in der Gegend rum und rutscht mehr. Aber an sich schon mal eine der wenigen guten Sachen. Aber wenn wir hier letzte Runde fertig fahren, noch eine lustige Anekdote oder eine komische Anekdote. Auf dem Cover von Gran Turismo 3, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist einfach dieses rötliche Cover. Und da seht ihr ja eigentlich einen Autoscheinwerfer, also einen Frontscheinwerfer, lustigerweise von einem Porsche. Und das, obwohl Porsche gar nicht offiziell in dem Spiel enthalten drin ist. Sondern, wie gesagt, es ist wie in Teil 2 schon, da ist der Porsche-Tuner Ruf mit dabei. Aber Porsche an sich ist eben nicht im Aufgebot dabei, denn, das Ganze ist ja auch eine rechte Sache, Electronic Arts hat sich nämlich die Rechte an Porsche gesichert, deswegen gibt es in jedem Need for Speed immer wieder Porsche und sonst alle anderen kämpfen immer darum, das zu kriegen. Forza Motorsport ist das gelungen zuletzt, die hatten Porsche drin, aber ich weiß nicht, warum Gran Turismo darauf pfeift bisher, das ist nämlich echt schade, weil ansonsten bei anderen Herstellern geht es ja auch, siehe Ferrari und Lamborghini, aber wir sehen ja mal, was Gran Turismo 6 bringt. Gut, das war jetzt ein total langes Rennen, ich glaube auch, wir werden als nächstes einfach im Arcade-Modus die nächsten Rennen aussuchen, weil das war jetzt einfach zu lang, aber ging gerade noch von den Reifen. Eine Wiederholung. Nein. Die mache ich später und ich hoffe, ich denke auch dran, ganz ehrlich, weil beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, auch versprochen, eine Wiederholung noch reinzulegen, aber doch, da war eine auch dabei. Macht nichts. So, vor dem nächsten Rennen schauen wir mal zum Autohändler. Genau, schauen wir mal zum Autohändler, was denn der so hat. Japan, USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Belgien und Australien. Was hat denn Belgien für ein Chile? Ach, das ist dieser komische Rennwagen, der sich fährt wie eine Seifenkiste. Also den auf gar keinen Fall kaufen. Tickford, aha. Mhm. Naja, den brauchen wir jetzt auch nicht. Schauen wir mal, was UK hat. Aston Martin, Jaguar, Lister, Lotus, TVR. Ja, das sind eigentlich auch alles Marken, die man immer aus dem Vorgänger kennt. Weil, wie gesagt, es gibt eigentlich wenig neue. Auch bei den Italienern nicht. Lancia, Pagani. Ach, stimmt.
ein Pagani wäre es natürlich schön. Pagani Sonda, das sind auch sehr, sehr schöne Rennmaschinen. Den gibt es nur in Weiß, das ist ja Mist. Aber ist egal. Den kaufen wir jetzt mal. Ja, da steigen wir gleich mal ein. So, der Tuning-Shop ist jetzt wieder eigens. Aha, okay. Der war vorher bei den Herstellern direkt, jetzt ist er eigens. Was gibt es denn hier? Gibt es eigentlich wieder dieses die Rennausführung? Gibt es nicht. Genau, das war auch relativ scheiße eigentlich. Es gab keine Rennausführung der einzelnen Wagen mehr, glaube ich. Entweder gab es den Wagen als Rennversion oder eben nicht. Ah ja, und die Gewichtssenkung geht auch nur eine Stufe. Was schauen wir denn? Schauen wir mal. Turbosatz Stufe 4 gibt es gar nicht. Okay, der hat kein Turbo, sondern dann schauen wir mal, ob das Saugmotor-Tuning geht. Das geht. Ah, das ist eine schöne Steigerung auf 892 PS. Das machen wir gleich mal. Sehr schick, sehr schick. Hier, ansonsten gibt es die üblichen Modifikationen. Hier, Remchip, der gibt auch noch. Oh, der gibt auch einen ganz schönen Dampf nochmal. 928 PS, wow. Gut, eigentlich ist es auch sinnlos, weil ich eigentlich jetzt dann rausgehen wollte noch und noch was anderes zeigen. Wagenwaschen kennt man aus den Vorgängern, das gibt es hier wieder. Der Wagen dreht sich so schnell, dass es einfach den Dreck wegschleudert. Auch sehr unsinnig. Man kann das Öl wechseln, das ist auch neu, stimmt. Denn das Öl hält auch nur einige Rennen, aber gut, je nachdem. Ah, es gibt Felgen, gut, das ist auch nichts Neues, aber das haben wir jetzt noch nicht angeguckt. Da gucken wir einfach mal, was wir für coole Felgen haben für den Wagen. Und die sehen schick aus, sind aber schwarz, die sieht man wieder nicht. Egal, ach, nehmen wir einfach die hier. So in hellem Grau oder Weiß, das passt ganz gut zum Lack. Und ansonsten gibt es natürlich wieder die Beschleunigungsrennen und die Höchstgeschwindigkeitsrennen. Und weil wir jetzt den Wagen mal auf 928 oder was auch immer PS getunt haben, schauen wir mal, was der von 0 auf 400 Meter macht. Ich habe jetzt natürlich Automatik, was jetzt auch nicht so gut ist. Ich habe auch Traktionskontrolle drin. Ja, da kann man vielleicht dann bestimmt noch besser machen. 10,4 Sekunden, also aufgerundet, naja, 4,8. Neuer Rekord, erster. Ich merke gerade was. Hier steht nämlich eigentlich der Alias-Name von einem Kumpel von mir. Habe ich jetzt den Spielstand von meinem Kumpel hier? Das ist ja gar nicht mein Spielstand. Ha! Ja, ich denke mir auch, weil ich habe eigentlich auch vier relativ viele Zeitrennen gemacht. Talion, das war nämlich sein Codename. Ha! Wieso habe ich in seinen Spielstand? Naja, muss ich wohl die falsche Memory Card ausgegraben haben. Deswegen habe ich auch nur, in Anführungszeichen, 410 Tage verbracht bisher. Wobei das eigentlich auch ganz schön ist. In meinem Spielstand müsste noch mehr drin sein. Macht aber nichts. Jetzt schauen wir noch in den Arcade-Modus. Dann zeige ich euch nämlich noch zum einen die sehr, sehr coole New York-Strecke. Bei einer Einzelfahrt auf normal machen wir mal. Und mit der coolen New York-Strecke meine ich natürlich, dass die in Teil 4 ist und nicht in Teil 3. Deswegen zeige ich euch die nicht. Es gibt hier den Testkurs, genau, das ist das große Oval. Seattle hatten wir beim letzten Mal, Deep Forest kennt man ja. Tahiti ist natürlich eine Strecke, die gab es später auch nicht mehr. Die machen wir mit einem schönen Rallye-Wagen.
Ja, und schön ist hier relativ. Aha, da gibt's nicht mehr. Ja, die sind irgendwie alle irgendwie hässlich. Dann nehmen wir einfach den Impresa. Und schauen mal, was Tahiti uns so hergibt. Ah, wobei, Tahiti fällt mir gerade ein. Das gab es in Teil 2 auch schon mal, Tahiti. Ich weiß aber nicht, ob denselben Kurs. So, dasselbe Gegnerauto. Ist natürlich gut, dass ich diesen Kurs überhaupt nicht mehr weiß, wie der ging. Aber es geht hier schon mal rechts rum. Das ist mal offensichtlich. Und mal schauen, auf dem Streckenlayout links oben sieht man ja so ungefähr, wo es lang geht. Auch hier gehen wieder die Rallye-Wagen verfahren sich recht empfindlich. Und so richtig langgezogene Drifts sind mir hier noch nie gelungen. Also so ein bisschen kann ich ansetzen, ein Stück weit, und dann muss ich gleich wieder korrigieren und dann bin ich wieder auf Normalfahrmodus. Man muss super vorsichtig in die Kurven fahren, ansonsten gleich, dass sonst einen gleich sofort rausschleudert aus der Kurve. Auch sehr komisch natürlich, zum einen eine Rallye-Rundstrecke, also Rallye und Rundstrecke passt normalerweise ja nicht zusammen, also für ein Arcade-Rennspiel vielleicht. Oder für Rallye-Cross, hey, hallo, dotzt der mich an, spinnt der oder was? Allerdings für eine normale Rallye ist es auch Blödsinn, dass es ein Duell ist gegen einen Gegner. Aber egal, normalerweise ist es ja von Punkt zu Punkt. Das ist irgendwie komisch, und zum anderen, dass diese Straßen so mega breit sind, ist für Rallye auch super komisch. Ist natürlich ein Zugeständnis an die Spielbarkeit, weil so könnt ihr natürlich, habt ihr mehr Platz zum Driften. Aber normalerweise bei einem Rallye, bei einer normalen Rallye-Veranstaltung sind das echt enge Kurse, wo ihr driften müsst, damit ihr, weil ihr teilweise die Kurven gar nicht einschätzen könnt. Und mit Driften könnt ihr natürlich die Kurve ein bisschen korrigieren. Nachdem ich der dritte Kollege hinter mir, den man jetzt nicht mehr wirklich sieht, schön angedotzt hat, kommen wir auch mal zu einem der Problemkinder von Gran Turismo, nämlich der KI, also Gegnerintelligenz. Die ist nämlich nicht groß bewandert. Die Wagen fahren also schon auch bis zum Teil 4, da war es schon ein bisschen besser. Also auf jeden Fall die ersten drei Teile einfach wie an der Perlenschnur aufgereiht, nacheinander spulen sie ihre Runden ab. Und wenn man da dazwischen funkt, dann stört das die ja nicht fast gar nicht. Genauso drängen sie einen einfach weg, wenn man gerade da ist. Das ist natürlich echt schade. Im vierten war das ein bisschen besser, im fünften ist es auch ein Stück besser, aber ja, es ist alles noch nicht optimal. Also letztlich ist es immer noch am besten, ihr fahrt natürlich online gegen menschliche Spieler, oder hier in den alten Teilen könnt ihr ja am geteilten Bildschirm, am Splitscreen, könnt ihr auch gegen den Kumpel fahren, was natürlich auch recht immer wieder lustig ist. Aber naja, halber Bildschirm ist natürlich auch nicht jedermanns Geschmack. Insbesondere geht das, glaube ich, mit Teil 5 eh schon nicht mehr. Oder doch? Ich glaube doch. Naja, ist halt egal. Gut, so langsam kriege ich ein bisschen Gefühl für diesen Untergrund, für diesen Schotter. So, genau, es geht hier nämlich wieder auf Asphaltstraße. Wirklich ein bisschen schade, dass es hier nur einen Gegner gibt. Aber eigentlich, naja, bei Gran Turismo ist es ja oft egal, ob das, keine Ahnung, ein Gegner oder fünf Gegner sind, die man dann oft mit übermäßiger PS-Zahl überholt. So, ich fahre jetzt noch schnell die dritte Runde zu Ende. Schauen wir mal hier. Achso, es gibt diese zwei Perspektiven. Ja, das ist natürlich mäßig.
mäßig. Ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, wie gut sich jetzt Rallye fährt. Ich habe das ganz viel schlimmer in Erinnerung, dass das Ganze ganz furchtbar war. Auch in Teil 4 fand ich das nie gut. Also man hat auch an sich weniger Kontrolle als auf Asphalt, aber ich dachte, dass das viel schlimmer war, als es jetzt wirklich ist. Ich finde nur diesen Modus an sich Quatsch. Einfach, das ist einfach nur so drei Runden Rennen auf Schotter. Das ist irgendwie widerspricht, wie ich finde, dem Rallye-Gedanken. Insbesondere ist es auch so, dass man hier diese Strecken am schnellsten fährt, indem man wirklich Ideallinie anstrebt, also mit Einlenkpunkt und Scheitelpunkt. Und das ist ja auch nicht so Rallye-like. Ich meine, es ist zwar auch ein guter Stil beim Rallye-Fahren, aber normalerweise zirkelt man das Auto möglichst auf derselben Spur hin und her. Aber egal, wir sind jetzt gleich im Ziel. So. Also, falls ihr euch auch wundert, ich habe überall die Musik abgeschaltet, weil beenden. Ich habe zu früh beendet, das ist egal. Ich habe überall die Musik ausgeschaltet, einfach aus zwei Gründen. Zum einen hasse ich es, Musik zu haben während dem Fahren. Das stört nur. Ich brauche nur das Motorgeräusch, mehr brauche ich nicht, und das Quietschen der Reifen. Und zum anderen kann ich die Musik hier gar nicht aktivieren, weil YouTube sonst mir das Video sperrt wegen GEMA-Konflikt und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen gibt es einfach keine Musik. Jetzt schauen wir uns noch eine Strecke an. Es gibt ja noch den Smoky Mountain, das ist auch eine Offroad-Strecke. Nein, die machen wir nicht. Wir machen Midfield. Den wollte ich beim letzten Mal schon mal machen. Auch Midfield ist auch ein Klassiker, den man eigentlich auch nie wieder gesehen hat, diesen Kurs. Echt schade drum. So, jetzt nehmen wir noch einen schönen Wagen. Ah, obwohl, das sind alles Rennwagen. Na gut, dann nehmen wir einen Rennwagen. Ein NSX. Ein Loctite. Ja, ein Nissan Skyline, ja, nehmen wir den mal. Auch wieder völlig rätselhaft. Es gibt ein Rennen und einen Driftmodus zum Fahren. Also, dass das unterschieden wird, ist auch irgendwie Banane. Jetzt stelle ich allerdings nur noch die Rundenzahl. Das gibt's doch nicht. Ich wollte jetzt sagen, ich stelle jetzt noch die Rundenzahl runter, aber ich habe natürlich die Option auch schon wieder mal verpasst. Macht nichts, wir machen jetzt einfach drei Runden. Das geht nämlich recht schnell, weil Midfield Raceway ist ein relativ einfacher Kurs. Nicht einfach, aber fast so simpel gehalten wie der High Speed Ring? High Speed Ring? Heißt der wirklich High Speed Ring? Ja. Ansonsten kann ich euch noch ein bisschen was erzählen, und zwar über Mehrspielermodus. Genau, zum einen, es gibt, wie gesagt, für zwei Spieler Splitscreen. Aber es gibt auch diesen sogenannten iLink-Modus. Jetzt kennt man das natürlich heutzutage keine alte Sau mehr. iLink, was ist das? iLink ist eine Form von FireWire, und FireWire war praktisch so ein Übertragungsstandard bzw. Schnittstellenstandard, so wie USB. Und die PlayStation 2 hatte einen FireWire-Anschluss. Und was das Ganze jetzt mit Mehrspieler zu tun hat, man konnte 2 bis 6 Playstations zusammen verbinden und gegeneinander fahren im Netzwerk. Ich hatte tatsächlich mal das Vergnügen, das mit 6 verschiedenen zu spielen, 6 Playstations und 6 Spielern insgesamt. Und es war echt ein Riesenspaß. Hat gut geklappt, allerdings das Problem ist, man brauchte 6 Firewire-Kabel, die damals wirklich nicht billig waren, plus Firewire-Hub, der noch teurer war. Und dann brauchte man natürlich auch 6 Playstations, 6 Fernseher und 6-mal das Spiel. Also das Ganze war nicht einfach zusammenzufinden. Aber es war trotzdem ziemlich Spaß. So, ich glaube an diesen Midfield Raceway, wenn ich jetzt hier scheiße fahre, da gefällt mir vor allen Dingen diese schnellen Kurven.
wo man sich richtig freut, wenn man die gut erwischt hat. Aha, so wie der Typ jetzt mich gerade erwischt hat. Ja, damit sind wir beim Thema Gegnerintelligenz, die einfach, ja, einfach euch wegdonnert, wenn sie es gerade braucht. Aber zurück zu den Kurven. Man freut sich richtig, wenn man die Kurve gut erwischt und wirklich mit extrem viel Speed wieder rauskommt. Weil bei den langen Geraden braucht man den einfach. Insbesondere, weil es auch Kurven gibt, wo man sich denkt, ah, soll ich hier bremsen oder nicht? Oder nur kurz vom Gas. Na, eng hier. So, den dotze ich jetzt auch mal. Das kann ich nämlich auch. Ja, danke. Ich wollte nur den Bremspunkt mal kriegen und schon schiebt er einen weg und ist vor allem sehr gut. So, wir sind jetzt in der letzten Runde und damit kommen wir auch schon zum Ende von diesem Let's Play. Ich fahre ein bisschen durch die Botanik noch ein bisschen, aber es geht schon. Ja, letztendlich, Gran Turismo 3, ja, auch sehr schönes Rennspiel. Leider hapert es hier am Umfang. Es ist einfach zu wenig. Es hat einen schönen Sprung gemacht, Grafiksprung von PS1 auf PS2 ist natürlich gigantisch, ist sehr, sehr schön. Aber letztlich, wenn ihr die Wahl habt auf der PS2 ein Rennspiel, dann nehmt ihr lieber Gran Turismo 4. Und Gran Turismo 4, das haben wir beim nächsten Mal, beim nächsten Let's Play. Und da bin ich auch schon gespannt, weil es gibt nämlich sehr, sehr viele Modi und ich habe es auch schon lange nicht mehr eingelegt. Und wie gesagt, wenn euch diese Let's Plays gefallen, das kann man alles abonnieren. Und dann sehen wir uns auch nämlich auch pünktlich beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis dahin!